Das ist es. Und ich habe keine Ahnung, was mein Rechner für Mucken hat, dass das hier zwischendurch so laggt. Na, ich krieg bald einen neuen. Okay. Das mal neu lesen. So. Tial Uda. Tial Uda. Wo ist das andere? Tial Uda. So. Bin fast geneigt, jetzt speichern zu gehen. Damit ich das nicht jedes Mal neu machen muss. Tial Uda. Tial Uda. Ektolume. Bin jetzt. Alter. Klappt das von hier aus dahin? Ich wag's zu bezweifeln. Aber das wird's auch nicht sein. Wie komme ich denn hier jetzt wieder weg? Super. Ja, das geht. Ich meine, das geht sowieso schief. Ich kann es ja mal probieren, ob ich da hinten rüberspringen kann. Ich konnte gar nicht springen. Ha! Ich glaube nicht, dass das so vorgesehen ist von den Entwicklern. Okay, was kriegen wir hier? Irrlichter. Da es sich bei dem Tempel um Orte handelt, die von Magie durchdrungen sind, bestehen nicht alle hier vorhandenen Wesen aus Fleisch und Blut. Einige bestehen ausschließlich aus reiner Energie, wie beispielsweise die sogenannten Irrlichter. Das werden die blauen Lümmel sein hier. Man geht davon aus, dass es sich bei ihnen um die Seelen von empfindsamen Wesen handelt, die sich bewusst dazu entschieden haben, nach ihrem Tod der Ordnung zu dienen. Sie sind kleine, schwebende Lichtsphären. Und aus dieser Eigenschaft heraus dienen sie vornehmlich als Führer, insbesondere in den dunkelsten und besonders abgeschiedenen Tiefen. Um ihre Aufgaben zu erfüllen, verließen sie sich auf die magischen Pfade im Tempel und dadurch konnten Überreste an aufgegebener und nicht länger benötigter Magie ihre Arbeit beeinträchtigen. Infolgedessen gehört es zu ihrer Zielsetzung, diese schädigenden Energien zu eliminieren. Mein Gott. Manchmal ist das Lesen doch sehr schwierig. Mit dem Niedergang und dem Verfall der Tempel führen sie nun die Wallfahrer nicht entlang der sicheren Pfade, sondern wandern eher ziellos umher und greifen jegliche Quellen an Magie an, dabei drohend, den jeweiligen Überbringer vom rechten Weg abzubringen. Ja, okay, dann haben wir jetzt das erfahren, was ich eh schon kombiniert habe. Immer wenn wir richtig sind, kommt so ein Lümmel da an. Wie wäre man denn hier auf normalem Weg hingekommen? Ja, danke. Hau bloß ab, ey. Mann! Ey, das gibt's nicht. Hat uns aber gar keinen Schaden gemacht. Ist jetzt interessant. Nee, also würde mich jetzt echt mal interessieren. Das geht anscheinend wahrscheinlich doch, dass man hier irgendwo hochspringen kann. Oder was wir versucht hatten, von da hier hinspringen. Das, ich behaupte mal, das geht. Wenn wir nur zu blöd dafür waren. Weil das, der uns jetzt darüber geschubst hat und wir von da aus hier hin konnten, das glaube ich nicht, dass das vorgesehen ist. Und jetzt geht der wieder. Ich habe schon über dich erfahren. Du brauchst jetzt nicht mehr irgendwas. Ne? Mann. Ich glaube, ich gehe jetzt auch mal speichern. Weil, ne? Ich habe keinen Bock, hier wieder hin zu müssen. Damit uns das nachher nicht im Spielfortschritt fehlt.
Also gehe ich jetzt erstmal mal speichern. Auch wenn es wahrscheinlich nicht ausschlaggebend ist für irgendwas. Aber trotzdem. Ja, kommt ihr auch noch. Ist in Ordnung. Egal, Idee. Mal das Leben nochmal voll. Und dann speichern wir ab. Dann müssen wir auch nicht jedes Mal, wenn es wieder schief gegangen ist, alles neu aktivieren. So. Okay. Naja, dann haben wir wenigstens erreicht, was wir jetzt gelernt haben, was wir vorher schon kombiniert hatten. Haha. So, das ist jetzt alles aktiv. Wir können also uns darauf beschränken, das zu machen, was wir schon wissen, was wir machen müssen. Nur von den Dingern immer abgehalten werden. Zieh alleine. Tialuda. Tialuda. Hektolume. Da könnt ihr schon wieder. So. Von hier aus ist sowieso falsch. Da ist er schon wieder. Ich stehe an der Säule. Lass mich in Ruhe. Ich stehe nicht an der richtigen Stelle für den Lichtstrahl. Ne? Dann lässt er mich nämlich auch. Kleiner Drecksack. Ehrlich. Ektolume. Hau bloß ab. Da ist er schon wieder sickig. Guck. Ja. Ektolume. Ektolume. Na komm, richtig. Komm, aktivier dich, danke. Oh, es ist so nervig, ey. Aber der eine ist schon mal aktiv. Glaube ich. Hoffe ich. Müsste doch eigentlich. Welcher war denn das? Der da, ne? Ist der jetzt doch nicht aktiv? Oder geht der nach einer Weile wieder aus? Ey, das wäre ja mega fies, wenn das auch noch auf Zeit ist. Tialuda. Tialuda. Ektolume. Da ist er doch schon wieder, ey. Was kann man denn gegen diese Irrlichter machen? Stand das auch da drin in dem, was wir gelernt haben? Ich glaube nämlich nicht, ne? Die sind ja schon tot. Weil so wie ich das jetzt gesehen habe, bleibt das nicht aktiv. Ich muss also da, wo ich bin, Zeit haben, alle beide zu aktivieren. Und dann erkennen, was denn daraus geworden ist und es ausnutzen. Das kann ja lustig werden. Wir sind ja hier erst, ich weiß nicht wie lange jetzt, am Hantieren. So, das ist aktiv. Hopp darüber, Tialuda. 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 Super. Bin kurz davor, mich aufzuregen. Da kommt er schon wieder. Ich war doch gar nicht richtig. Von da, wo ich jetzt war, konnte ich gar nichts machen. Außer was über dich eventuell erfahren. Was ich eh schon weiß. Warum ist er nicht aktiv hier? Nee, ne? Tialuda.
Dial Uda. Das hatten wir doch vorm Speichern aktiviert. Deswegen war das jetzt auch nicht aktiv geworden, oder wie? Oh, Dial Uda. Dial Uda. Dial Uda. Ektolumen. Oh Mann, hau ab, ey. Ektolumen. So, komm, treff. Werd aktiv. So, es ist aktiv. Der hat mich schon wieder auf dem Kieker und schubst mich hier runter. Super. Das geht wieder aus. Oh Mann. Oder? Nee, das ist jetzt massiv. Okay. Okay, ich gehe speichern. So leid mir das tut für euch, ich gehe speichern. Und mich heilen, ich bin ja schon fast tot. Alter. Und da kommen die wieder. Ja. Yigamide. Das war knapp. Das war richtig knapp. So. Gut, dann müssen wir jetzt das zweite noch aktivieren. Auf, lass mich rein. So, du bist noch massiv. Ja, du bist noch massiv. Sehr schön. Ist der zweite noch aktiv? Ja, sieht so aus. Also müssen wir nur wieder da hoch und das auch noch irgendwie aktiviert kriegen. Das heißt irgendwie, wir wissen ja wie. Wir wissen nur nicht, wie wir uns gegen diesen Irrlichter da wehren. Dial Uda. Dial Uda. Ektolume. Ektolume. Ja, ich weiß, dass ich hier richtig bin. Hau ab, ey. Oh. Ganz ruhig bleiben, Amiga. Dial Uda. Dial Uda. Dial Uda. Ektolume. Da ist er schon wieder, ey. Lass mich hier an der Säule. Oh Mann. Was kann ich gegen den tun? Da muss ich doch was gegen tun können. Wo bin ich jetzt? Wie komme ich jetzt wieder? Ne, in die Richtung nicht. In die Richtung. So, das wird noch ein paar Versuche dauern, glaube ich. Hm, danke. So war das jetzt nicht geplant. Ich bin jetzt gerade so geneigt, mich aufzuregen, weil ich mag so Sachen nicht, die ja mehr oder weniger zufallsabhängig sind. Ich hoffe mal, dass das nicht so ist, dass ich einfach nur noch nicht erkannt habe, wie ich die bekämpfen kann, diese Irrlichter. Weil ansonsten fände ich diese Stelle echt mega scheiße.
weil man da nicht, da kann man, also bis jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich da was gegen machen kann, dass der mich da ständig runterschubst. Das wäre was, was ich nicht mag. Echt nicht. So, du haust ab. Wo fliegt denn der eigentlich hin? Da hinten. Dialu da. Dialu da. Ektolume. Da kommt er schon. Schon wieder. Ektolume. Ach, ey. Der bleibt auch aggressiv, ne? Das ist jetzt nicht, dass der dich einmal attackiert und dann wieder abhaut. Nein, er macht so lange weiter, bis er dich da runtergeschubst hat. Von daher, da muss es was gegen geben. Und dann ist er nicht mehr aktiv hier. Tialu da, warum nicht? Das interessiert ihn aber nicht, ne? Dass ich da stehe, das. Nö, der war jetzt direkt über den Kopf. Das hat ihn nicht wirklich interessiert. Weil das war ja unwichtig. Ich hoffe, da hinten das Ding ist noch aktiv, sonst rege ich mich ganz böse auf. Dialu da. Dialu da. Ektolume. Nicht von hier aus sehen, ob das noch aktiv ist. Och, naja, da ist er schon wieder. Wow. Der Schubs war... Ja. Ich sterbe jetzt. Super. Warum attackiert er mich jetzt auch noch? Das ist nicht mehr massiv. Der verarscht uns doch, oder?